Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ihr kriegt ja vor allem in der Oberstufe dann wirklich so viele Blätter ausgeteilt mit echt vielen Texten, wo es einfach darum geht, die möglichst schnell zu verstehen, möglichst schnell den Inhalt auch rauszusaugen, um dann eben schlussendlich in Prüfungen oder Abfragen wieder weiter zu verwenden. Und dafür gebe ich euch jetzt 5 Schritte, wie ihr das am besten schafft. Ausnahmsweise beginnen wir heute mal mit dem 0. Schritt, und zwar lautet der einfach nur durchlesen. Warum 0. Schritt? Der ist nur dafür da, wenn du wirklich bei dem Text extremst massive Verständnisprobleme hast. Deswegen, in der Regel brauchst du diesen Schritt gar nicht, aber wenn du wirklich einen Text vor dir hast und sagst, ich komme ums Verrecken nicht drauf, was da drin gemeint ist, dann würde ich dir empfehlen, lese den Text einfach mal nur durch. Und die Betonung liegt hier auf durch. Das bedeutet, versuch nicht bei jedem Wort wieder zu verstehen oder jeden Satz irgendwie rein zu interpretieren oder irgendwie drauf zu kommen, was gemeint ist, sondern lies ihn dir einfach nur durch, ohne die Erwartung zu haben, den Text zu verstehen. Weil das kann unglaublich viel helfen. Das kann im Prinzip diese Barriere durchbrechen, die wir oft bei Texten haben, die einfach ein bisschen anspruchsvoller sind. Du denkst, oh, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Und dann willst du dich immer in den, ihr kennt das bestimmt, du willst dich in die ersten paar Sätze reinlesen und du hast das Gefühl, du kannst nicht so richtig greifen, dann fängst du jedes Mal wieder von vorne an. Und das blockiert natürlich extrem. Weil wenn du auf einen neuen Text stößt, gibt es im Prinzip ja 2 Ebenen. Auf der ersten Ebene gibt es im Prinzip einfach so den Text an sich mit den Wörtern und dann die Bedeutung des Textes bzw. der ganzen Wörter. Und wenn wir dann auf beides gleichzeitig treffen, das heißt sowohl Text als auch Bedeutung ist neu, dann ist es natürlich nicht ganz doppelt so schwierig, aber es sind einfach 2 Ebenen, die unser Kopf verarbeiten muss. Wenn du es dir aber einfach mal durchgelesen hast, ohne zu erwarten, dass du wirklich auf die Bedeutung kommst, sondern einfach du dich mal mit dem Text und den Worten vertraut machst, dann wirst du, wenn wir sie in den nächsten 5 Schritten eben weiter bearbeiten, wird dein Kopf sagen, ah, okay, ich kenne das schon, vielleicht nicht, was es bedeutet, aber ich habe es zumindest schon mal gesehen, und du wirst diese Blockade sehr, sehr gut überwinden können. Der erste richtige Schritt ist dann, erstmal Thema und Ziel zu verstehen. Das bedeutet, bevor du überhaupt irgendwie anfängst, schon groß in die Sätze reinzugehen und das alles durchzulesen, versuch allgemein vom Unterricht, was gerade Thema ist, drüber nachzudenken, okay, was ist eigentlich Thema und worüber handelt der ganze Text, sagt dir die Lehrerin ja vielleicht im Vorhinein sowieso schon, worum es gehen wird. Das ist eine unglaublich wertvolle Information. Ansonsten kannst du natürlich auch Überschrift, Unterschrift und so weiter zunutze ziehen, um da eben drauf zu kommen, okay, zum einen, worum geht es in dem Text? Und dann aber auf der anderen Seite, mindestens genauso wichtig, was möchte ich aus diesem Text raushaben? Weil diese 2 Sachen sind nicht zwangsläufig das Gleiche. Die meisten denken immer, ah ja, ich lese den Text und das, worum es halt dann geht, ist auch die Sache, die ich verstehen soll. Oft ist es aber so, dass zum Beispiel, wenn ihr in Englisch einfach irgendeine Aufgabe habt, wo es einfach nur darum geht, bestimmte Personen zu charakterisieren, dann geht es in dem Text vielleicht um eine bestimmte Story. Dir persönlich geht es aber nur um die Charakterisierung der Person. Und wenn du dir diese 2 Sachen einfach, bevor du den Text liest, das dauert nur 30 Sekunden, wenn du dir das bewusst machst, kannst du sowohl dein ganzes Vorwissen aktivieren, was du zu dem Thema schon hast, was das ganze spätere Verständnis wieder erleichtert, und gleichzeitig hast du quasi so ein Prime, das heißt, du fokussierst dich automatisch beim Durchgehen dann auf die Sachen, die für dich relevant sind, und nicht einfach auf alle möglichen Informationen. Schritt 2, scanne die Textabschnitte. Vor allem die vorgegebenen Textabschnitte. Es geht nicht darum, jetzt wieder alles durchzulesen und dann Sinnabschnitte zu bilden, sondern jeder Text hat eigentlich automatische Absätze, und die sind nicht einfach zufällig, sondern die sind in der Regel schon den Sinnabschnitten entsprechend. Vielleicht könnte man noch breitere Sinnabschnitte machen, aber um Sinnabschnitte wirklich machen zu können, musst du den Text immer verstanden haben. Das heißt, im zweiten Schritt wirklich einfach nur schauen, okay, da ist ein Abschnitt, da ist ein Abschnitt, da ist ein Abschnitt, und dann überflieg einfach nur die Abschnitte. Vielleicht hast du dir den Text ja eben eh schon durchgelesen und hast schon ein bisschen was mitbekommen. Kannst du auch bei etwas einfacheren Texten machen, wenn du es machen möchtest. Aber selbst wenn du es nicht gemacht hast, reicht es eigentlich schon, dass wenn du den ersten Satz und den letzten Satz des jeweiligen Abschnitts liest und ansonsten dazwischen ein bisschen überfliegst, dann kriegst du eigentlich schon raus, worum es in diesem Abschnitt geht. Es geht nicht darum, dass du es perfekt verstehst, einfach nur, worum geht es. Und das würde ich dann im Prinzip so in 1-2 Wörtern einfach daneben ganz oben, also wenn ihr quasi den Text habt, und dann an der Seite würde ich ganz, ganz oben einfach in 1-2 Wörtern quasi schreiben, worum es in diesem Abschnitt geht, quasi so eine Abschnittsüberschrift. Dann habt ihr nämlich schon den ganzen Text ein- oder vielleicht sogar schon 2-mal, wenn ihr den 0. Schritt auch noch gemacht habt, schon durch und könnt jetzt im 3. Schritt mit Stift lesen.
Und damit meine ich nicht nur, dass es extrem sinnvoll ist, mit den Stiften mitzuführen, um klareren Fokus beim Lesen zu haben, sondern wirklich auch diesen Stift zu benutzen. Und zwar mache ich das Ganze immer so. Du hast jetzt eh schon einen ganz groben Überblick, so okay, worum geht der Text allgemein, wie sind die einzelnen Abschnitte aufgebaut. Und jetzt liest du wirklich konkret Satz für Satz. Und während du liest, unterstreichst du immer die Hauptwörter. Und zwischen den Hauptwörtern kannst du dann beispielsweise, ich würde einen Bleistift empfehlen, noch Verbindungen einzeichnen. Das bedeutet, wenn du beispielsweise irgendwo einfach erkennst, okay, das ist jetzt die eine Hauptperson, das ist die andere Hauptperson und die sind beispielsweise Geschwister, dann kannst du einfach das eine unterstreichen, das andere unterstreichen und dazwischen entweder einen normalen Strich ziehen oder du hast doch irgendein Symbol für Geschwister, wie auch immer du das für dich eben selbst auch, als musst du auch alles selbst gewissermaßen für dich individuell entwickeln. Aber wenn du das gemacht hast, baust du im Prinzip und da konstant durchgehst, baust du im Prinzip innerhalb des Textes schon die ganze Struktur auf. Das heißt, du schaffst es eigentlich schon, nicht nur die Sätze gelesen zu haben und dann vielleicht ein paar wichtige Wörter zu markiert haben, sondern du lernst auch gleichzeitig beim Lesen noch die gesamten Verbindungen zwischen diesen Hauptwörtern mit. So hast du dann nämlich zwangsläufig schon ein gewisses Verständnis der gesamten Struktur des Textes und dann kannst du nämlich auf Basis von dieser Struktur, die du gerade innerhalb der Zeilen eigentlich kreiert hast, kannst du dann, wenn du mit dem dritten Schritt durch bist, als vierten Schritt dir die ganze Struktur skizzieren. Das bedeutet, du gehst dann wieder durch und hast jetzt einfach schon richtig gutes Verständnis vom Text, weil du es ja wirklich durcharbeiten musstest im vorherigen Schritt bereits. Und jetzt liest du dir die Zeilen gar nicht mehr richtig durch, sondern du schaust nur noch an deine eigene Struktur. Okay, da habe ich ein Hauptwort markiert, da habe ich ein Hauptwort markiert. Dieser Überbegriff teilt sich in die zwei Unterbegriffe auf und so weiter. Und diese Struktur skizzierst du dir dann an den Rand des jeweiligen Abschnitts. Das heißt, du hast neben dem Abschnitt ja aus Schritt 2 schon die Überschrift und dann gehst du noch in Schritt 4 geht es eben dazu über, das Ganze rein zu skizzieren. Also wirklich nur die absoluten Hauptsachen. Wirklich je weniger Wörter, desto besser. Ich würde euch im Prinzip empfehlen, schreibt einfach alle Hauptwörter außen hin und nutzt dann aber für die Verbindungen keine Wörter wie die beiden gehören zusammen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur Pfeile, Striche. Und da geht es dann eben darum, dass du deine eigenen Symbole, deine eigenen Linien. Da, für mich bedeutet beispielsweise ein Pfeil mit zwei Linien als quasi dieser Strich was ganz anderes als mit nur einer Linie. Und da müsst ihr aber für euch individuell was selbst herausfinden, was da für euch richtig ist. Und dann hast du im Prinzip danach einfach die gesamte Struktur des Textes in ganz wenigen Hauptwörtern und ein paar Verbindungen am Rand skizziert. Und in Schritt 5 machst du dann eine Gesamtzusammenfassung. Das bedeutet, du nimmst dann quasi die Skizzierungen, die du an der Seite der jeweiligen Textabschnitte hast, die guckst du einfach an und überträgst sie am besten in eine extra Heftseite oder auf ein extra Blockblatt und nimmst sozusagen dein ganzes Verständnis, was jetzt wirklich in extrem kurzer Zeit schon mega krass da ist und kannst quasi die ganzen Skizzen, die du einzeln für die jeweiligen Textabschnitte gemacht hast, noch zu so einem großen Gesamtbild machen. Und das ist super entscheidend, weil meistens machen wir Zusammenfassungen, nachdem wir den Text nur einmal oder so gelesen haben. Da verstehen wir noch gar nicht richtig, okay, was bedeutet es auch so im größeren Zusammenhang. Mittlerweile bei dieser Technik bist du aber schon 3, 4, 5 Mal mit deinem Kopf wirklich durch das Ganze durchgegangen, immer wieder auf eine andere Art und Weise und hast so wirklich ein extrem tiefes Verständnis schon vom Text und kannst dann auch wirklich eine Zusammenfassung machen, die zum einen möglichst knapp ist, gleichzeitig aber auch wirklich die wichtigsten Sachen auch beinhaltet und du hast nicht einfach irgendwas übersehen. Und diese Zusammenfassung, der habt ihr im Prinzip mit nur einmal den Text wirklich ernsthaft, also komplett durchlesen, Wort für Wort. Und mehreren schnelleren, noch dafür bei gedächtnisintensiveren Schritten, hast du einfach eine sehr geile, richtige und möglichst knappe Zusammenfassung, womit du, dadurch, dass du sie auch immer wieder selbst erstellst und nicht einfach nur versuchst, den Text auswendig zu lernen und ihn möglichst oft zu lesen, du ihn wirklich auch verstanden hast. Und dieses Verständnis, was du für den Text hast, kannst du dann auch nicht bis morgen, übermorgen oder bis zu irgendeiner Prüfung vergessen, weil du hast es wirklich selbst durchgearbeitet und wenn du wirklich was mal verstanden hast, dann dauert es wesentlich länger, bis wir das auch wieder vergessen. Schreibt doch gerne für alle anderen Abiturlieden eure besten Tipps in die Kommentare, wie ihr Texte besser und schneller versteht. Und ansonsten habe ich noch eine einzige Bitte an euch. Denkt immer daran, dass ich an dich glauben werde. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.